Ein bisschen gespenstisch sind sie schon, all diese verwüsteten Häuser. Hals über Kopf verlassen, wie mir scheint. Ich bin am Madeira, einem mächtigen Strom Amazoniens im Norden Brasiliens. Am Flussufer treffe ich Francisco de Souza. Er ist Kanubauer und lebt seit fast 30 Jahren hier. Vor ein paar Monaten mussten er und 600 weitere Bewohner ihre Häuser räumen, weil der Fluss plötzlich ihre Grundstücke weggespült hat. Wenn ich daran denke, mein Grundstück ging bis hierher, erzählt er, meine vielen Bäume, die hier standen. Ich konnte im Schatten arbeiten. Und jetzt schaue ich auf diese Steinwüste. Und er schaut auf dieses neue Wasserkraftwerk. Das macht Souza für seine Misere verantwortlich. Seit Anfang des Jahres wird der Madeira nun durch die Schleusen und Turbinen des riesigen Staudamms gepresst. Er soll Strom liefern für Brasiliens Wachstum. Strom für 40 Millionen Haushalte. Bisher sind 4 Turbinen in Betrieb. 44 sollen es noch werden. Der Kraftwerksbetreiber des Unternehmens Santo Antonio Energia betont, Mensch und Umwelt nehmen durch den Staudamm keinen Schaden. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte verspricht Wiederaufforstung. Ich will wissen, warum Brasilien so sehr auf riesige Wasserkraftwerke setzt. Diese Energie gilt als sauber, weil der Prozess der Energiegewinnung nicht umweltverschmutzend ist. Es gibt Eingriffe in die Natur, ja, sagt Alexandre Queiroz, aber die Produktion ist sauber. Stimmt das? Ist diese Wasserkraft wirklich so sauber und unproblematisch? Dieser Frage will ich nachgehen. Nur 7 Kilometer flussabwärts liegt die Stadt Porto Velho, wo ich noch einmal den Kanubauer Francisco de Souza treffe. Seit das Kraftwerk funktioniert, musste das gesamte Ufer mit diesen Steinen aufgeschüttet werden. Ihn macht das Gerede von sauberer Energie nur wütend. Ich bin kein Ingenieur, sagt er, aber ich bin an diesem Fluss aufgewachsen und ich glaube, ich verstehe mehr von diesem Gewässer als die. Die haben doch nie mit so einem Strom zu tun gehabt. Dieser Fluss hat eine starke Strömung, bringt viel Treibgut und Sand mit sich. Dass er jetzt unsere Häuser und Gärten mitgerissen hat, hat mit diesem Wasserkraftwerk zu tun. Sie bestreiten es, aber es ist so offensichtlich. Nie zuvor hat es hier so etwas gegeben. Die Bewohner leben seit Monaten in Pensionen. Der Betreiber zahlt das, obwohl er offiziell keine Verantwortung für die Überschwemmung übernimmt. Ich habe nie gehört, dass der Fluss mehr als 50 alte Bäume mitgerissen hat, sagt dieser junge Mann. Und sie wollen uns erzählen, das alles sei ein natürliches Phänomen. Wenn dem so wäre, würde das Wasser jedes Jahr unseren Hafen zerstören. Aber sie wollen nicht verantwortlich sein. Mit diesen Broschüren, sagt Souza, will der Betreiber gut dastehen, zeigen, wie er den Stadtteil nach der Überschwemmung wieder hergerichtet hat. Dabei sei der Anstrich der Häuser nicht echt. Die Fotos seien manipuliert. Wie stimmt das mit den Nachhaltigkeitsprinzipien des Betreibers überein? Auf die Frage, ob der Staudamm nicht eine Gefahr für die am Fluss lebenden Menschen darstellt, antwortet der Nachhaltigkeitsbeauftragte Alexandre Queiroz überraschend offen. Wir haben Zeit gebraucht, bis unsere Projektleiter die Lage bewerten und ein Urteil abgeben konnten. Unser Modell berücksichtigt lediglich die Einflüsse des Staudamms in einer Reichweite von 1 Kilometer flussabwärts. Das heißt, diese unerwartete Situation war vorher nicht analysiert worden und von daher hatten wir auch keine schnelle Antwort. Ich fahre auf die andere Seite des Staudamms, zum neuen Stausee.
Das Wasser steigt und steigt. Es hat die prognostizierten Pegel schon mehrfach überschritten. Ich besuche ein umgesiedeltes Fischerdorf, das dem Staudamm weichen musste. Die vielen Regelschilder sollen den Menschen wohl suggerieren, endlich seid ihr in der Zivilisation angekommen. In diesen vom Energieunternehmen gebauten Häusern wohnen die ehemaligen Fischer jetzt. Pedro Silva Damasceno ist Friseur geworden und der Sprecher der Gemeinde. Er erzählt mir, sein Dorf lag an einem Wasserfall, den es heute gar nicht mehr gibt. Er habe früher gut verdient, reichlich Fisch gefangen und verkauft. Jetzt sei er soweit, für Geld Haare zu schneiden, um die Familie durchzubringen. Denn hier, sagt er, gäbe es überhaupt keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Der Boden sei so schlecht, dass kaum etwas wächst. Die Bewohner fühlen sich betrogen. Nicht mal unser Strom ist umsonst. Wir haben unsere Häuser verloren, unsere Identität zum Wohle des Landes, für den Fortschritt, und unsere Stromrechnung von früher 10 bis 15 Reais ist plötzlich auf 200 gestiegen. Wir sparen jetzt Strom, dann liegt sie bei etwa 100 Reais. Aber wofür haben wir dieses Opfer gebracht? Doch zur Bereicherung der Stromkonzerne. Der Betreiber hat schließlich die Nutzungslizenz für 30 Jahre. Neue Strommasten säumen die Landschaft. Die neue Energie fließt größtenteils in den industrialisierten Süden des Landes. Sie fließt an Menschen wie diesen beiden Fischzüchtern einfach vorbei. Ich fahre mit Raimundo Bacelar und Eleno dos Santos auf dem neu entstandenen Stausee. Auf den ersten Blick ein Naturparadies. Dabei ist der Eingriff in diese Landschaft enorm. Gerodete Baumstämme stapeln sich an den Ufern. Große Teile der Vegetation wurden aber auch einfach überschwemmt. Ich möchte wissen, wie es hier aussah, als der Fluss noch nicht aufgestaut war. Genau hier unter uns war das Flussbett, sagt Eleno dos Santos. Und da drüben, das war alles Wald. Die beiden zeigen mir ihre ehemalige Zuchtstation. Die Becken sind seit über 5 Monaten leer. Der Fluss, dessen Pegel früher von Trocken- und Regenzeit bestimmt wurde, ist jetzt ein fast stehendes Gewässer geworden. Viele Pflanzen modern jetzt unter der Wasseroberfläche, sagt Raimundo Bacelar. Der See habe zu wenig Sauerstoff. Eine Fischzucht sei deshalb unmöglich. Als der Fluss gestaut wurde, haben sie schon einmal alles verloren. Als das Wasser stieg, ging das sehr schnell. Die Fische waren vorher nicht krank, sie hatten nichts. Und es war nicht so, dass zuerst 2 oder 3 Fische gestorben wären, dann hätten wir reagieren können. Nein, innerhalb kürzester Zeit waren sie alle auf einmal tot. Als wir ankamen, waren die Zuchtbecken weiß von Fischen. Alle lagen oben auf. 80 Tonnen Fisch waren das. Nun weiß keiner, wie es weitergehen soll. Die meisten Fischer in der Region sagen, es gäbe im Stausee deutlich weniger Fisch als früher im Fluss. Dabei galt der Madeira als einer der fischreichsten Flüsse im Amazonas. Viele Arten schwimmen über 5000 Kilometer stromaufwärts, um in Bolivien zu laichen. Nun müssen sie das Hindernis Staudamm überwinden. Der Kraftwerksbetreiber sagt, dafür eine Lösung zu haben. Wir untersuchen das Fischaufkommen an unserer Fischtreppe. Und wir können bisher feststellen, dass sie ziemlich durchlässig ist. Und zwar für unterschiedliche Fischarten und Größen. Und so sieht sie aus, die Fischtreppe. Anfang des Jahres wurde sie direkt neben dem Staudamm in Betrieb genommen. Hier werden kleine Wasserfälle simuliert, die die Fische anlocken sollen.
Die Treppe ist die einzige Chance, den Staudamm lebend zu überwinden. Viele Fischarten werden die Treppe gar nicht finden, sagt der renommierte Amazonienforscher Philip Fernside, den ich an der Promenade von Porto Velho treffe. Er untersucht seit vielen Jahren die Folgen von Staudämmen in tropischem Klima. Fernside sagt, es sei sehr wahrscheinlich, dass das Fischaufkommen in Madeira weiter zurückgehen wird. Aber ist denn die Wasserkraft wenigstens eine klimafreundliche Energie, wie es Betreiber und brasilianische Regierung behaupten, will ich von ihm wissen. Im Stausee ist es so, dass die untere Wasserschicht keinen Sauerstoff mehr hat. Das bedeutet, die Wurzeln, Blätter und Ähnliches, die dort verfaulen, werden nicht zu CO2, da sie ja keinen Sauerstoff bekommen, sondern sie werden zu Methan. Pro Tonne trägt Methan allerdings viel stärker zum Treibhauseffekt bei als CO2. Das Methan gelangt in die Luft durch Blasen an der Wasseroberfläche und wenn das Wasser durch die Turbinen gepresst wird. Das wird nie berücksichtigt, trägt aber deutlich zum Treibhauseffekt bei. Also an der Energie ist nichts Grünes dran. Dennoch treibt die brasilianische Regierung den Bau weiterer Riesenstaudämme voran. 30 sollen es allein in Amazonien werden. Und bei allen wird es heißen, es sei saubere Energie.